Miley Cyrus am Abend auf einer Party. Eine hübsche, junge und vor allem schlanke Frau. Andere wären sicher froh, so eine Figur zu haben. Doch die US-Presse nutzt jeden ungünstigen Schnappschuss, um über die 18-Jährige zu lästern. Jetzt reicht's dem Hannah Montana-Star. Ich mag mich so, wie ich bin. Wenn ihr Mädchen wie mich fett nennt, dann tut ihr das anderen an. Dazu postet sie auf ihrer Twitter-Seite dieses schockierende Foto. Will klar machen, der Schlankheitswahn kann Mädchen in die Magersucht treiben. So wie Mileys beste Freundin, Teenie-Star Demi Lovato. Die hatte Bulimie, war deswegen lange in Behandlung. Ihr verspricht Miley kampfbereit via Twitter: Ich werde jeden zerstören, der dich fett nennt. Du hast so einen sexy, kurvigen Körper. Ich liebe es. Demi steht mittlerweile zu ihrer Figur, ein Trend unter den Teenie-Stars, die im körperfixierten Hollywood endlich was verändern wollen. Es ist wirklich toll, was da gerade in Hollywood passiert. Diese jungen weiblichen Stars halten richtig zusammen und sie gehen auch sehr selbstbewusst und offen mit dem Druck um, schlank sein zu müssen. Auch US-Star Kelly Clarkson, letzte Woche zu Gast bei X-Factor, gehört nicht zu den Magermädchen und kämpft für Kurven. Ich finde das einfach nur lächerlich. Ich bin kein Model. Ich bin Musikerin. Manchmal mache ich mehr Sport, manchmal esse ich eben mehr. Aber die ständige Kritik geht jetzt schon seit 10 Jahren so. Deshalb denke ich, ach, ein Witz über Dicke, ganz was Neues. Da stehe ich drüber. Auf Twitter postete Miley auch ein Bild von Marilyn Monroe, um zu sagen, Männer stehen auf Kurven. Mileys Freund Liam Hemsworth offenbar auch. Und der ist immerhin auf Platz 2 der Liste der Sexiest Man Alive.